Night of Champions. Der Abend, an dem Champions ihre Championship verteidigen und neue Champions gekrönt werden. Jede Championship steht auf dem Spiel. Aber was bedeutet es eigentlich, Champion zu sein? Es bedeutet, dass man etwas geschafft hat, mit harter Arbeit etwas zu erreichen, wovon man jahrelang geträumt hat und wofür man sich den Arsch aufgerissen hat, Tag für Tag in dieser Industry. Aber es gibt Leute, die nur im Ruhm ihrer Verwandten leben. Leute wie Cody Rhodes. Ja, du, Cody Rhodes, du bist so einer von denen, die alles in den Arsch geschoben bekommen haben. Du solltest dir mal ein Beispiel nehmen an deinem Vater. Der musste sich alles hart erarbeiten, er musste um alles kämpfen, er hat unzählige Erfolge feiern können im Wrestling-Business. Beim SummerSlam, Cody, warst du derjenige, der mich besiegen konnte in diesem Slobber-Knocker-Matchup. Du konntest mich 1-2-3 fair and square besiegen und ich sprach von einer Belohnung und es wurde daraus letztendlich eine Chance auf die ersten Tag-Team-Title hier bei FCW. Aber dann dachte ich mir, ich soll mir den Ruhm teilen mit einem Schleimbeutel wie Cody Rhodes? Niemals! Und das Turnier um diesen Spot, um diesen zweiten Spot in diesem Championship-Match bei Night of Champions konnten sich die Kings of Wrestling verdienen, erarbeiten, wovon du, Cody, natürlich nichts verstehst. Und ich habe mir gedacht, wenn es jemand verdient, diese Championships zu halten, außer mir, dann sind es die Kings of Wrestling. Denn diese beiden Wrestler waren auf der ganzen Welt. Sie waren in Japan, sie waren in Europa, sie waren in Amerika und haben überall gewrestelt und haben gezeigt, warum sie die Kings of Wrestling sind. Weißt du, Cody, ich wollte einfach nicht, dass meine Company, die FCW, wofür ich so lange für gearbeitet habe, was ich alleine aufgebaut habe, von so einem Suck-Up wie dir repräsentiert wird. Und in den nächsten Wochen, Cody, wirst du merken, was es heißt, gegen jemanden in den Ring zu steigen, der um seinen Erfolg kämpfen musste, der Tag für Tag arbeiten musste, um etwas zu erreichen in diesem Wrestling-Business. Und Cody, ich würde dir raten, die Augen in den nächsten Wochen offen zu halten. Man sieht sich im Ring, Cody. Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Was waren das für Ereignisse, was? Die Promo gleich am Anfang dieser Episode und gestern in der gestrigen Episode dieses komische Matchende. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Halt und Franz hat angekündigt, das ist eine Rivalität. Also er hat indirekt angekündigt, dass es eine Rivalität zwischen uns beiden geben wird. Franz und Cool Rhodes, aber vorher noch die textbasierten Simulationen und Finisher-Vorschläge wären sehr nett, wenn ihr diese in die Kommentare schreiben würdet, beziehungsweise einen Daumen nach oben geben würdet. Danke! Okay, Samoa Joe, der gestern noch, beziehungsweise vorgestern noch eine Chance hatte auf die FCW Championship, hat es leider nicht geschafft und jetzt muss er gegen Scotty Torrey ran und gewinnt ja auch. Caitlyn gegen Oksana. Oksana gewinnt. Unser Rivalitätsmatch warten wir nochmal kurz mit. Und Dolph Ziggler und Ultimate Warrior befinden sich in einer Fehde? Oder wer befindet sich in einer Fehde? Mal gucken. Ja. Tatsächlich. Gut. Wer gewinnt dieses Submission-Match? Es ist der Ultimate Warrior. Und der Ultimate Warrior hat sich einen großen Sieg gegen Dolph Ziggler gesichert. Gut zu wissen, ne? Und jetzt nochmal Adrian Neville, der ehemalige YouTube-Champion. Überraschenderweise hat der Sting gewonnen, sogar ziemlich schnell. Ich habe still eingestellt. Und ja, vielleicht kriegt er noch ein Rematch oder so, mal gucken. Hat auf jeden Fall jetzt ein False Count Anywhere Matchup gegen Roddy Piper. Warte mal, waren die jetzt auch in der Fehde? Ja, auch in der Fehde. Egal. So, auf geht's, simulieren. Und Roddy Piper macht das Ding. Ja, haben sie alle einen großen Sieg gesichert. Schön! So, dann geht's jetzt weiter mit diesem Rivalitätsmatch. Das spielen wir. So. Das ist hier auch normal, ne? Ich wollte es Hybrid Fighting Roots Match machen, aber das geht hier nicht. Das bedeutet nur, wo nur Submission und K.O. geht. Aber ich kann... Man kann beides nicht einstellen, oder? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So. Also ich konnte es nicht einstellen. Man kann halt bis einstellen, nur Submission und dann ist K.O. aus. Oder nur K.O. Ist ein bisschen doof so.
Bisschen doof, bisschen doof, bisschen doof, bisschen doof, bisschen doof. So, ich möchte gerne teilnehmen. Und los geht's! Cody Rhodes! Der muss jetzt bestimmt sauer sein, nachdem Franz hier erstmal diese wunderbare Promo gehalten hat in diesem wunderschönen Anzug. Habt ihr das gesehen? Ach, schön. Boah. Ich glaube, an den beiden, da brütet schon etwas Wut. Cody Rhodes natürlich sauer, dass er jetzt nicht FCW Tag Team Champion ist. Und Franz mag anscheinend Cody überhaupt nicht. Weil er seiner Meinung nach ein Riesensacker bis ein Schleimbeutel und nichts gekriegt hat, wofür er hart gearbeitet hat, sondern sich alles in den Arsch geschoben bekommen lassen hat oder so. Auf jeden Fall, Franz hier am Werk und sieht ganz gut aus hier so, ne? Oh, der Drawback hier von Cody. Ab in den Waistlock. Aber kann Franz kontern, alles klar. Madame. So, zack! Der Bulldog und Cody Rhodes hier. Oh, was macht Franz jetzt hier? Kontert er irgendwas? Nein, der Kitchen Sink wird nicht gekontert. Und er muss jetzt hier aufpassen, dass er hier mit seiner großen Klappe nicht gleich am Anfang verliert. Das wäre etwas komisch. So, ab in den Armdrag, in den Hip-Toss war das so. Ja. So, der Taunt. Ab in den Waistlock. Das wird ein Snapback-Takedown von der Seite Cody Rhodes. Apostroph. So, Blackhole Slam erneut. Winds of Change hat Cody davon, wenn er den ganzen Tag läuft. Oh ja. Bam. Bam. Ins Gesicht. Und jetzt einmal in den Rücken. Erneut der Whippin. Er läuft und da kommt eine Lariat. Und was für eine. Oh oh. Oh oh. So. Das macht Cody hier. Er kontert und kann auch selber Schläge nachsetzen. Und da gibt's Knee to the Chest. Was? Chest? Ich glaube schon, oder? So, ab auf die Beine. Punches hinterher. Bam. So. Jetzt haben wir Signature Move. Ich weiß immer nicht, wie ich das kommentieren soll, ey. Das ist voll komisch. Soll ich die ganze Zeit so tun, als würde ich gar keinen Einfluss auf die Geschichte haben? Oder so? Ist ein bisschen schwierig so, ne? Ich habe mir noch nicht ganz überlegt, wie ich das machen soll. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ich meine, ist klar, was ich meine, so, ne? Ich weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall hier der Twist of Faith! Aber Franz hat noch nicht genug. Weil ich noch andere Finisher zeigen will. Weil ich das noch nicht gemacht habe. So, die gewünschten Finisher. Aufnahmezeitpunkt ist immer noch 27.12. So, also wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich das hier kommentieren soll. Soll ich die ganze Zeit so weiter kommentieren, als wären der Spieler ich, also, wie sage ich das jetzt? Moment, erstmal muss ich aus der Kamera rauskommen. Soll ich so kommentieren, soll ich neutral kommentieren? Oder soll ich so kommentieren, wie der Charakter im Spiel? Also die ganze Zeit, oh scheiß Cody, ich hasse den und so. Schreibt mir mal in die Kommentare, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber nicht wundern, ich werde die nächsten paar Ausgaben schon vorher aufnehmen, denn ich brauche ein bisschen was im Vorhinein. Oder so, mal gucken. Ab in den Neckbreaker und jetzt hat Cody Rhodes auch noch ein Signature Move. War schwer zu erklären gerade, tut mir leid, Leute. Und, oh nein, das wird der Alabama Slam! Bam! Oh, er will aus dem Ring, 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 aus dem Ring. Jetzt hätte ich Comeback machen können. Okay. Da komme ich nochmal raus. Zack, zack. Nein, das wird der Sleeper! Scheiße, jetzt habe ich Resilience eingesetzt. Scheiß Button Smash, von hier kommst du Pain halt. Aber wir haben auch Signature Move. Ich glaube. Sag mal, Torture Rack war wie? Okay. So, Torture Rack! Oh, das wäre sogar schon der Sieg! Hier wird er hier! Leider abgebrochen. Weil ich noch die Vader Bomb zeigen will.
So, danke, wunderbar. Und jetzt kommt sie auch schon. Ab. Badam. So. Und Cover. Wir sind rumgetänzelt noch. Und Franz macht das Ding hier. Es ist echt komisch, dass ich, wie ich das immer kommentieren soll, so, ne? Komischer Shit. Naja, mal gucken. Gucken, hier sehen wir nochmal ein paar schöne Replays. Die Torture Rack, wer hier eigentlich zum Ende führen soll. Tö. Und hier die Vader Bomb, wer hier letztendlich den Sieg herbeibrachte. So, oh, was wird denn das jetzt hier? Franz freut sich ersichtlich, aber was denkt sich denn nun? Lita? Ja, hallo. Was hat Lita denn auf einmal hier zu suchen? Der Franz sichtlich happy, was? Ja, mal gucken, wie das weitergehen will. Was hat Lita da jetzt zu suchen hat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von FCW morgen um 16 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und Finisher-Vorschläge in die Kommentare zu posten. Haut da rein!